Käsebrotfreund. Hallo, Jimsche. Na? Hallo, liebes, Nublikump. Kublibum. Okay, also Jim und Mäse, eine neue Runde an der Villa Mäse quasi, in dem Fall, nicht Villa Käse, Villa Mäse. Ah. Haben wir schon ganz vergessen. Ja. Mussten wir Kommentare lesen und das Video nochmal anschauen, um zu sehen, Mäse und Jim, was soll das denn? Ja. Tja, wenn man nicht sprechen kann, dann muss man hinterher einen hohen Preis dafür zahlen und hat auf einmal einen anderen Namen. Ja, genau. Ja. Heißt mal auf einmal Mäse. Aber finde ich gar nicht so schlimm. Mäse ist eigentlich auch okay. Ja, Mäse ist ein wunderschöner Name. Der Mäsebrotfreund. Oh, nee. Wir haben einen Gast. Echt? Er hängt da auf unserer Terrasse rum irgendwie, blöde Lumpenhund. Und es ist ein bisschen laut, oder? Ich muss kurz den Ton runterdrehen. Mach das. Ich guck mal, was der Lumpenhund macht in der Zwischenzeit. Oh, tatsächlich. Ist es so ein grüner Freund, der gar nicht mehr so grün aussah. Okay, so. Ich habe mich drum gekümmert, Käse. Ich auch. Oder Mäse, wie ich dich ja auch liebevoll gerne nenne. Mäse. Okay. Und wie nennt dich denn deine Freundin? Auch Mäse oder? Nee, die nennt mich Hasilein. Hasilein? Tatsächlich. Oh, hier ist Stein. Hä? Was? Hast du da, oder? Wie nennt dich deine Freundin? Bestimmt auch Schnuckiputz oder so. Lindu. Lindu? Ja. Ei, okay. Ausgefallen. Ja. Weil ich dachte, Linda heißt hübscher auf Spanisch halt, ja. Ach, und ihr seid solche, seid ihr. Und ihr Lindu heißt hübscher. Ja, ja. Ach je. Und wir haben es aber umgewandelt und darum nennen wir uns jetzt immer Lindu und Lindy. Ja, damit das nicht irgendwie so, nicht so sexistisch ist irgendwie. Ja, ist auch ein bisschen übertrieben, sich. Ach, hübsche, ach, meine hübsche. Ja, da heißt darum ich doch lieber, nennen wir uns Hübschi und Hübschu. Hübschi und Hübschu, alter Schwede. Jetzt haben wir bestimmt den einen oder anderen Abonnenten verloren. Denke ich auch. So sieht's aus. Macht ja nicht. Und zu Recht. Ja. Ich habe voll den Scheiß dabei. Wieso habe ich denn hier so Strings und so anderen Kladderadatsch? Oh, ich auch. Flash. Gut, dass du mich dran erinnerst. Ich habe mein Eisen jetzt extra. Ich habe ein Item Frame. Wieso habe ich ein Item Frame? Wollten wir den für irgendwas benutzen? Nicht, dass ich wüsste. Weil ich meine, den findet man jetzt ja normalerweise nicht auf der Straße, irgendwie so einen Item-Frame, nicht wahr? Keine Ahnung, wo du den her hast. Weiß ich auch nicht. Mensch. Ich habe einen Sandstone dabei. Soll ich irgendwas mitnehmen, Käse? Brauchen wir irgendwas? Sandstone oder Bone Meal, wir müssen Schafe einfärben. Ja, genau. Also, das war natürlich auch wieder hart gefailt, aber irgendwie auch nicht. Also, ich verstehe es immer noch nicht irgendwie. Ich war mir so sicher, dass man das auch einfach mit Wolle konnte und nicht nur das Schaf zu bornieren irgendwie. Ja. Also, weil ich wusste schon noch irgendwie, dass man da irgendwie Färbemittel sparen kann, indem mal das Schaf färbt statt die Wolle. Naja. Das Schaf scharf verfärbt. Das Schafe scharf verschärft. Verschärft. Ist doch scheißegal, wir machen jetzt quasi nochmal einen frischen Start mit den Schafen. Genau. Tschüss. Ich habe 21 Bone Meal, wir können die alle sowas von weiß färben. Wir schärfen die total. Ja. Wir schärfen die? Wir verfärben die? Färben die. scharf färben. Alter. Du siehst nicht so schlecht. Scharf aus. Ich sehe so scharf aus, ja. In der Muss Tat. Ich da einfach mit dem Bone Meal draufklicken oder was? Oder? Naja, es braucht schon Wolle, Tim. Weiße Wolle. Naja, es braucht überhaupt Wolle. Wenn es weiß ist, brauchst du es ja nicht entfärben irgendwie. Ah. Ach, jetzt, Kolleg. Ich verstehe. Du meinst, das Schaf sollte wollig sein. Ja, natürlich, ja. Also nicht du, sondern das Schaf, ja. Das scharfe Schaf. Stirb, du Ausgeburt. Oh ja, es funktioniert, Käse. Wer hätte das gedacht? Ja, ich nicht. Oh, Zombie. Vorsicht, Entschuldigung. Ich muss hier kleine Kinder verprügeln. Was? Naja, untote kleine Kinder. Ach so. Kann ich ja nichts für, dass die... Ich komm hier nicht rein. Ich komm da nicht rein. Warum denn nicht? Weil mach doch einfach die Tür auf. Ja, schön. Aber dann rennen die hier gleich raus und schreien mich an und so. Ich schrei dich dann an, wenn die rausrennen. So. Weißt du? Alle total weiß. Ey, ach du alte Potsau. Was passiert, Käse? Ich werde immer noch angegriffen von Untoten. Ich dachte jetzt, also nach Tag hört es mal auf irgendwie, aber offenbar nicht. Okay, unsere Farm ist immer noch total lächerlich. Ah, oh, da kommt schon der nächste Heiner angestümpert. Nerv mich doch nicht, Junge, nerv mich doch nicht. Pass auf, dass da kein Creeper uns jetzt hier noch rein explodiert. Ja, ja. Also nö, ich glaube das... Ja, genau, stirbt doch einfach mal weg. So, sehr schön, ich bin zufrieden. Ich schnibbel hier ordentlich rum. Habe ich alle? Ich bin auch, bist du auch zufrieden quasi. Da ist noch eins. Guck mal, das hat hier Gras gefressen, das Kleine. Oh, super. Das hast du gut gemacht. Und das frisst auch. Oh, schön. Wie sie lecker Gras essen, gell? Hallo, und jetzt hier einmal pimpern und okay, weiße Schafe produzieren keine weißen Babys. Nein? Ein weiterer Irrtum. Ja, nee, ich habe doch letztes Mal
alle grauen Schafe umgebracht, in der Hoffnung, dass wir dann nur noch weiße Schafe, Schafskinder produzieren. Aber dem war ja dann ja, nicht gut, so. Ja gut, das hängt mit dem Genpool zusammen, Käse. Der Genpool, rezessive Gene und so. Ja. Die sind dann noch schläfern die vor sich hin, die Gene. Die schläfern vor sich hin. Mach doch mal Platz da, Freunde. Mach doch mal Platz. Das hängt mit der Großelterngeneration zusammen. Lass den Onkel Mäse da durch. Okay, cool. So, wir sind wie üblich einigermaßen unvorbereitet. Ja, ja, ganz klar. Also ich habe noch mal ein bisschen geschaut, wie es weitergeht. Theopraktisch habe ich ein bisschen reingeschaut. Mal gucken, wie weit es reicht. Ich habe noch eine kleine Zeichnung gemacht. Ja, die keiner lesen kann außer dir. Ich hoffe, ich kann sie lesen. Und auch keiner versteht. Aber macht nichts. Nee, nee. Okay. Aber ich habe auch alternative To-Dos herausgesucht, mit denen wir ein bisschen Zeit totschlagen können. Oh Mann, das sieht ja super aus. Guck dir das mal an. Alter, die sieht so fett aus. Ich könnte da direkt schon einziehen eigentlich, finde ich. Ach, wir brauchen übrigens anscheinend auch graue Wolle, oder sehe ich das falsch? Ja, ja. Ah, jetzt haben wir aber keine grauen Schafe mehr. Ich habe noch 42 Light Gray. Ich renn schnell rüber und liefer kurz den Stein ab, damit die da drüben weiterbauen. Warte, ich habe noch ein paar Steine. Wo bist du? Ich habe 51. Ich glaube, das müsste fast reichen. Kommst du gerade mit oder willst du hier alleine weiterbauen? Ich komme wegen mir auch mit. Ist ja mir eigentlich Pup. So, ich renne auch. Oh, ich habe Hunger. Ich auch. Also habe ich mir wieder nichts zu essen mitgenommen. Nee. Ach, scheiße, aber. Oder? Ich gehe zurück und hole was zu essen. Okay. Dann treffen wir uns in der Mitte quasi. Beziehungsweise haben wir nicht irgendwo hier Kühe? Ich nicht irgendwo was notschlachten oder so? Vielleicht habe ich auch noch was dabei, ich muss mal gucken. Mann. Habe ich nicht eben gesagt, wir sind zu halb vorbereitet und so? Damit habe ich eigentlich... Naja, das habe ich damit nicht gemeint, okay. Ach so, wir haben ja eine Kuhfarm, Mensch. Da sind bestimmt 2, 3 Kühe, ich brauche jetzt nicht... Oder? Ah. Naja, doch, sieht super aus. Sieht gut aus hier. Sehr schön. Guten Tag. Und, reicht's? Ich glaube, ich kaufe gerade Stein. Oh Gott, Timsche, hast du... We buy, we sell. Muss oben... Nee, du kannst... Ja, genau, so musst du. Wie? Ja, ja, unten draufklicken einfach, in deinem... Oder? Nee. Ach Gott, es war ganz einfach. Ja, ich dachte auch. Ist es auch. Huch, ich werde angegriffen. Lalalala. Ach ja, jetzt weiß ich es, man muss hier draufklicken. Ah, okay. Da auf WeBuy natürlich, ja. Muss man draufklicken. Da, wo die verkaufen. So. Macht eigentlich Sinn, wenn man was verkaufen will. Ja, ich habe ihn jede Menge jetzt verkauft. Gekaufen. Und? Upgrading. Eine Kapelle upgraden sie. Okay, ja, das ist doch die da über dem Fluss gebaut haben, oder? Guck doch mal auf die Karte, bitte. Zeig uns doch mal, wo das ist, bitte. Hm? Ja. Zeig doch mal jetzt. Oder? Ah, nee, doch nicht. Was haben die da über dem Fluss gebaut noch? Eine Presbyterie. Ein Kloster oder so. Oder nee, was ist eine Presbyterie? Eine Kapelle, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Und das ist eine Kirche. Die Kirche upgraden sie auf jeden Fall. Eine Kirche. Ist gut, ne? Ist schon gut. So, Tür zu. So, bist du schon wieder auf dem Weg zurück zu unserem vereinbarten Treffpunkt, Käse? Oder noch nicht? Was? Ich bin hier in der Villa. In der Villa, okay. So, ich komme. Ich bin da an der Villa, Timsche. Sehr gut. An der Villa und muss hier mal so ein bisschen jetzt experimentieren, gell? Soll ich hier schon mehr Wolle in die Wände kloppen oder war das irgendwie anders? Nee, da müssen wir jetzt erstmal mal schauen. Ich meine, es gibt ja recht viel Glas und so. Ja, sehr gut. Insofern... Ach so, warte mal, du kannst... Warte. Wie hoch muss das denn sein? Oh, das wird jetzt auch wieder schwierig. Das wird reichen 4 schon? Ich bin mir nicht ganz sicher. 4? Nee, ich glaube 4 reicht noch nicht. Ups. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir mal so und dann müsste das... Warte mal. Wie lang muss das sein? 10? Ich glaube, es muss 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Bang, 9, 10, so. Und dann so hoch, mal, ja, was? Ja, mach das mal so hoch, ja. Das kann man ja mal so gucken, ob das dann so passt. Das gucken wir, Käse. Das werden wir einfach feststellen. Wir werden es herausfinden. Genau. Das werden wir einfach sehen. Was nicht passt, wird passend gemacht. Oh mein Gott. Ist das nicht irgendeine gammelige Fernsehsendung? Ja, ist ein Film, glaube ich. Ein Film? Ja, mit so Bauarbeitern.
mit so Baumarbeitern. Baumarbeiter. Baumarbeiter. Ah, du könntest mir ein paar. Wir brauchen auch neben jeder Menge Wolle braucht man natürlich das ein oder andere Material noch. Ja. Wir brauchen nämlich zum Beispiel Sandstein und wir brauchen bisschen Birkenholz, aber hier sind ja direkt auch ein paar Birken schon, weil, also wir haben die Birke von Herrn Sommer drin gelassen und die finde ich eigentlich ausgesprochen hübsch. Okay, fällt hast mir du ganz eine Axt? Ich habe sowas wie eine Axt, bitteschön. Dann hau ich Birken um, ja? Hau mal den Birken voll. Ich hau den auf Birken. Die Mütze. Wie viel Birke brauchst du? Wahrscheinlich einen Haufen, oder? Einen Haufen Birke. Ja, weiß nicht, mach halt mal ein paar kaputt oder so, das sehen wir dann schon, gell? Ob das dann so passt oder nicht. Ja, Birken kann ich sowieso nicht leiden. So ja, bist übles, du ein... Übles Gehölz. Ein hinterhältiges, fieses... Ja. Geradezu unmenschliches Gehölz. Geradezu unmenschlich, ja. Ah, ja, ja. So baumig schon. Irgendwie so. Okay, hatten wir das nicht schon mal irgendwie, dass du so ein alter Baumnazi bist? Doch, ich weiß... Baumnazi? Ja, genau, weil du voll... Du mochtest bei Terraformacraft einen Baum, den mochtest du nicht. Hast du ihn voll gedisst. Voll fies angemacht, ja. Ja. Hast du ihn... Ganz hinterhältig und gemein und ich habe den armen Baum verteidigt. Ja. Der Kerl tat mir richtig leid. Ich verstehe nicht warum. Es war ein hinterhältiges Gewächs. Ein hinterhältiges, mieses Saulumpengewächs. Ja. Naja. Das halte ich für übertrieben. Ehrlich gesagt. Ich finde es übertrieben. Ja, der Uli Hoeneß unter den Bäumen sozusagen. Der Uli den Steuerhinterziehungsbaum, oder was? Ja. Und dann sich wie ein Mann verhalten. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich glaube, ja. Das war jemand anders, oder? Was? War das nicht der Goody? Was? Der einen Fehler gemacht hat? Ja. Ja, nein, also es war doch so ein bisschen dann die Diskussion, aber das jetzt nur sagt, um irgendwie hier den, weiß nicht, den Ehrenmann zu geben oder ob er es wirklich so meint irgendwie und voll... Ja gut, wir sind ja nicht in seinem Kopf drin. Toll, die Internetdiskussion. Im Zweifel für den Angeklagten. Ja, mei. Ich meine... Ist ja immer ein Sportsmann gewesen früher, ja. Ein Sportsmann? Ja. Sporty Spice. Ja, ich meine gut, wenn du halt so eine Kacke baust, dann ist natürlich schon relativ... Blöd. Dumm dann halt, ja. Und ja. Dann, ich meine, ist im End so oder so natürlich, kannst dich halt hinstellen und sagen, tut mir furchtbar leid, das war total falsch. Das mache ich nie mehr. Macht sowas bloß nicht. Nach. Nicht nach, ja. Weil ich meine, ist ja egal, ob es die Leute glauben oder nicht, irgendwie, entweder sie glauben, es ist gut oder wenn nicht, dann auch hast du es halt probiert, ich meine, ja, was soll's. Ist ja okay. Ja, jeder hat das Recht zu sagen, was er will hier. Genau, ja, total. Also. Total sehe ich auch so. Oh, yeah, yeah. So. Wie lang ist das jetzt hier? Weiß ich nicht, habe ich mich aufgezeichnet. Ich Arschgesicht, ich Blödes. Ach je. Yeah. Dann mach's Pi mal Daumen, Käse. Pi mal Daumen, das ist nun wirklich nicht mein Stil. Aber das Praktische ist, ich habe schon keine weiße Wolle mehr. Ich bring dir welche mit Käse. Ach so, du bist da bei den Schafen. Ja, ja, ich dachte, wenn ich schon Birke mache, dann mache ich auch gleich noch ein paar Wolle. Machst du ein bisschen Schaf dazu? Okay, ja. Ich habe hier ordentlich Knusper. Das ist gut, ich brauche mich dringend. Dringend Knusper. Ja. Ich kann schon gar nicht mehr rennen. Oh, das ist natürlich nix. Nee. Das ist natürlich gar nix, ne? Oh, sieh mal an, wir haben hier sogar Birke drin. Ist ja super. Ernsthaft? Aber nicht viel. Also es war nicht umsonst oder so. Keinesfalls umsonst, Timsche. Mach mal ein bisschen Treppepe. So. Ein bisschen Treppepe. So. Jetzt gucke ich mal noch, dass ich hier vielleicht ein paar Saplings irgendwie einsammel. Ein paar müssen ja Saplings irgendwo Sapon. Welche sein. Nicht, dass wir hinterher voll den Birkenmangel haben. Voll der Birkenschwund. Ja, wenn du deine Birkenallee irgendwie... Ich habe keine Birkenallee. Nicht? Aber wir können eine anlegen. Mhm. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht, ja? Warum eigentlich nicht? So eine Birkenallee, ha? So eine Birkenallee? Oh, nö! Jetzt regnet's hier, ist ja unverschämt. Und du hast noch kein Dach. Und ich habe noch kein Dach. Oh, nee, jetzt saugt sich die ganze Wolle voll. Das ist immer der Nachteil bei diesen Wollbauten, gell? Ja, ja. Scheiße, scheiße. Ich habe einen Apfel. Den okay. Das ist auch okay. Guten Appetit, Timste. Danke, Käse. Ach so, hier, bitteschön. Tschack, tschack, tschack. Lass die schmecken. Sehr gut. Mmh, ein Steak. Ein Steak. Ist auch Barbecue-Soße dazu? Nee. Die war aus. Ich habe neulich irgendwie bei meiner Freundin irgendwie Barbecue-Soße bei Lindy gefunden. Bei Lindy, genau.
Ey, also es gibt ja kaum was Ekligeres als Barbecue-Soße, weißt du? Das war so eine, ich weiß nicht, Fertig-Barbecue-Soße. Die ist mir besonders gut, ja. Alter, ekelhaft.